Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Heute mit dabei habe ich Black Widow, Dunkle Rache und Spider-Man Black Cat, das Böse in dir. Und das wiederum ist ein Titel, den der gute Kevin Smith geschrieben und der gute Dutson gezeichnet hat. Zu Dutson muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Er ist ein Zeichner, der recht stilsicher und einen übertrieben klaren Strich hat, was man selten bei anderen Zeichnern so sehr sieht wie bei ihm. Und es ist so ein hoher Wiedererkennungswert. Ich würde ihn am ehesten mit einem Ed McGuinness von seinen Staturen her vergleichen. Aber trotz dessen hat er doch einen ganz eigenen Stil. Und ich kann gar nicht oft genug sagen, dass ich von ihm noch viel zu wenig Comics habe. Ich glaube, wenn ich alle aufeinander stapel, bin ich bestimmt bei Meter. Aber so gut wie der gute Herr zeichnet, könnte es locker noch ein Meter mehr sein. Oben drauf kommt natürlich noch der Faktor hinzu, dass das jetzt in dem Fall von Panini im Überformat gereprintet wurde, weswegen die Zeichnungen auch nochmal etwas schöner zur Geltung gekommen sind. Und nachdem man Opener ja gewesen ist, dass man zu Dutson gar nicht so viel sagen muss, habe ich das doch eine Minute über ihn geredet. So viel zu dem Thema erstmal vorweg. Und dann können wir uns auch schon direkt auf den guten Kevin Smith stürzen, der das ganze Werk geschrieben hat. Kevin Smith, für mich einer der interessantesten Autoren, die es so in der modernen Comic-Kunst gibt, allerdings auch einer der Autoren, der in meinen Augen noch viel zu wenig Comics geschrieben hat. Ich glaube, wenn ich alle Comics von ihnen nebeneinander reihe, komme ich höchstens auf 10 Titel. Mehr ist er leider nicht in meiner Sammlung drin und demzufolge bin ich immer extremst gehypt, wenn ich sehe, dass da irgendwas von ihnen im Hause steht, dass da eine neue Serie kommt und wenn es nur ein Hit-Girl-Band ist, was dann mal wieder heißt, dass er mal 6 US-Hefte oder 4 US-Hefte geschrieben hat und es dann schon wieder zu Ende ist, ich bin immer total gehypt. Und als ich dann in der Panini-Vorschau gesehen habe, dass das Ding jetzt hier gereprintet wird, wo ich am Anfang noch gar nicht wusste, dass es ein Reprint ist, war ich ein bisschen verwundert. Zum einen war ich verwundert über die Tatsache, dass die Serie im Jahre 2002 und 2006 erschienen ist, was aber ganz einfach daran lag, dass er in der Zwischenzeit keine Zeit hatte, die Serie weiterzuschreiben und sie dann halt einige Jahre später zu Ende geschrieben hat und das richtig auf den Punkt. Und für mich war so ein bisschen der Faktor, oder ist so der Faktor, warum finde ich diesen Autoren so übertrieben gut und der ist so weit hoch in meinen Ranking drin, obwohl ich so wenige Titel von ihm bis jetzt gelesen habe. Und als ich das Werk dann gelesen habe, ist mir aufgefallen, was so eine der Sachen ist, die ich an Kevin Smith liebe. Das ist auf der einen Seite die Sache, dass man eine Geschichte erliest, die sich so anfühlt wie eine normale Superheldengeschichte, aber der Twist ist dann für mich persönlich, dass die Superhelden sich so unglaublich echt anfühlen, dass die Dialoge nicht gekünstelt wirken, dass es sich so anfühlt, als wenn sich zwei reale Personen miteinander unterhalten würden und dass kein einziges Wort einfach nur zweckmäßig ist, dass es immer irgendwie dazu beiträgt, dass die Unterhaltung weiter nach vorne getrieben wird. Auf der anderen Seite sind die Figuren unglaublich nahbar geschrieben und gerade Black Cat ist so interessant in Szene gesetzt und hat eine so tragische Geschichte, die ich so tragisch noch nie erzählt bekommen habe, wie von Kevin Smith in diesem Band. Aber da möchte ich gar nicht so viel verraten. Der ganze Band fängt nämlich damit an, dass man auf der einen Seite Black Cat sieht, die sich wieder auf dem Weg nach New York macht. Und auf der anderen Seite sieht man Spider-Man, der gerade in New York ist. Und man muss wissen, im Jahre 2002 war gerade die Phase gewesen, wo er sich von Mary Jane getrennt hat, wieder Single gewesen ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo sich Black Cat halt nach New York macht, wäre rein prinzipiell wieder eine Beziehung möglich gewesen, weil wie die meisten von euch wissen, waren die beiden schon mal ein Pärchen gewesen. Aber die Beziehung ist ja damals daran gescheitert, dass Black Cat in Spider-Man verliebt gewesen ist, aber nicht in Peter Parker, was Peter Parker natürlich das Herz gebrochen hat, weswegen er sich dann von Black Cat getrennt hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie sich wieder auf dem Weg nach New York macht, macht sie sich natürlich auch ihre Gedanken über Spider-Man. Und das ist dann direkt der nächste Punkt, den ich unbedingt ansprechen muss. Die ersten zwei Hefte oder zumindest das erste Heft stehen komplett im Schatten von Gedankenkästchen, weil man die ganze Zeit immer den Wechsel hat zwischen Black Cat und Spider-Man. Die ganze Zeit liest man die Gedankenkästchen, bis halt beide Geschichten aufeinander kollidieren, weil der Aufhänger für Black Cat, um wieder nach New York zurückzukehren, ist, dass eine Freundin von ihr verschwunden ist und sie halt die Sache untersuchen möchte, wo ihre Freundin hin ist und was da genau passiert ist. Und auf der anderen Seite sieht man als Spider-Man, der auf der Suche nach einem Drogendealer ist, der irgendeinen Highschool-Schüler Drogen gegeben haben muss, weil dieser Highschool-Schüler tot aufgefunden wurde mit einer Überdosis, allerdings keinerlei Einstichwunden an seinem Körper hatten und auch eigentlich sonst keinen Drogenkontakt hatte, weswegen die ganze Sache ein bisschen strange ist, dass jemand an einer Überdosis Heroin gestorben ist, der sich halt keine Überdosis gespritzt hat. Und da möchte ich jetzt an der Stelle auch gar nicht so viel verraten. Ich kann euch nur sagen, die Geschichte hat ein, zwei Wendungen, die ich nicht vorhergesehen hätte und so toll geschriebene Dialoge, dass ich gerade in den ersten beiden US-Heften einige Male laut lachen musste. Ich glaube so 3-4 Mal und das innerhalb von 2 Seiten. Das kommt wirklich selten vor. Bei den ganzen Comics, die ihr hier hinter mir im Regal seht, habe ich vielleicht 10-mal laut lachen müssen und da ich jetzt bei diesem Comic schon 5-mal laut lachen musste, ist das ja schon so ein Indiz dafür, dass Kevin Smith da sehr viel Wortwitz an den Tag gelegt hat und das, obwohl das Ding absolut keine Comedy ist und gerade zum Ende hin übertrieben dramatisch wird, was ich im ganzen Vorfeld in keinster Weise vorausgesehen habe und das ist dann so der nächste Faktor, der für mich einen Kevin Smith so weit nach oben katapultiert, dass er es schafft, eine Geschichte so krass zu wenden und dann so sinnig enden zu lassen, wie man es am Anfang gar nicht vorhergesehen hätte und da obendrauf noch eine kleine Anleihe an seinen Daredevil Run und die ganze Sache war
perfekt abgerundet. Ihr hört es schon raus. Für mich nicht die beste Spider-Man-Geschichte, aber definitiv die beste Black-Cat-Geschichte. Und sowas von einer 9 von 10, wie eine 9 von 10 auch nur eine 9 von 10 sein kann. Und eine absolute Leseempfehlung raus für Black-Cat und Spider-Man in Das Böse in dir. Danach wiederum habe ich mich auf Black Widow Dunkle Rache gestürzt, ein Werk, was von den Twisted Twins, den Soska-Schwestern, geschrieben wurde. Ein Zwillingspaar, die einen so krassen, kranken Schreibstil haben, dass es mir so heftig in die Magengrube geschlagen hat, wie ich es im Leben nicht erwartet hätte. Obendrauf ein Zeichenstil, der wiederum von gut, ich muss nachgucken, wie er heißt, Flaviano gezeichnet wurde, der recht durchwachsen war, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab Seiten, die waren unglaublich toll gezeichnet. Gerade die Panelaufteilung hat mich zum Teil echt von den Socken gehauen. Aber daraufhin kamen dann wieder Gesichter, die er gezeichnet hat, die aussahen, als wenn die ganzen Charaktere Masken tragen würden, weswegen ich mich das so zwischendurch immer wieder rausgehauen hat. Und er ist definitiv ein talentierter Zeichner, der einen sehr charakteristischen Stil hat. Aber mein Zeichenstil, das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, die ganzen Hefte, die hier drin abgedruckt wurden, hatten ihre Momente, sie hatten ihre schöne Panel-Aufteilungen und zwischendurch immer wieder Zeichnungen, die unglaublich toll in Szene gesetzt wurden und eine Dynamik hatten, wie ich es selten gesehen habe, aber zwischendurch immer wieder die Gesichter, die aussahen wie Masken, weswegen ich noch nicht genau weiß, wo ich den Zeichenstil von ihnen einordnen soll. Das gleiche gilt auch so ein bisschen für das Cover, das ich auf der einen Seite mittlerweile richtig schön finde, aber wo ich das erste Mal gesehen habe, hat es mir gar nicht gefallen. Und das ist so eine Sache, die sich so durch den ganzen Band durchgezogen hat, was den Zeichenstil angeht. Die Story wiederum war durch die Bank weg, eine absolute Granate und ein richtig harter Schlag in den Magen ruhend und recht brutal und nochmal eine ganze Schippe brutaler, als ich jetzt vom Black Widow Comic erwartet hätte. Black Widow ist zwar ein Charakter, die recht krass vorgeht und auch recht brutale Comic-Auftritte hatten, aber wie es denn hier zur Sache gegangen ist, hätte ich nicht erwartet und das, obwohl gar nicht so viel Blut geflossen ist. Es sind einige Liter Blut ins Land geflossen, aber bei weitem nicht so viel wie bei einem Wolverine-Comic und wahrscheinlich wird es der ein oder andere von euch auch gar nicht so krass empfinden wie ich, aber ich fand die ganze Grundthema relativ krass. Die ganze Geschichte ist angesiedelt nach Secret Empire und bei Secret Empire, Achtung, kleiner Spoiler, ich werde, solange ich den Spoiler raushaue, irgendwo den Schriftzug Spoiler einblenden. Also ganz innovativ heute sind wir hier zusammen unterwegs. Auf jeden Fall ist der Spoiler für Secret Empire an der Stelle, dass Black Widow bei Secret Empire gestorben ist und in einen Klonkörper wieder neu belebt wurde. Nachdem sie in diesen Klonkörper wieder zu sich gekommen ist, entscheidet sie sich halt dazu, erstmal unterzutauchen und auf einen Selbstfindungstrip zu gehen. Und wo macht man sowas am besten im Marvel-Universum? Natürlich auf Madripoor, was komplett voll besetzt ist mit Verbrechern und da kann man sich dann erstmal in aller Seelenruhe durchmetzeln, bis man halt als Black Widow wieder komplett klarkommt und wieder zurück als Superheld kehren kann und wieder Mitglied der Avengers werden kann. Und als sie in Madripoor angekommen ist und erstmal das alter Ego eines alten Bekannten annimmt, was ich an der Stelle nicht wegspoilern möchte, kommt es dazu, dass sie erfährt, dass in Madripoor jede Menge Kinder entführt werden und mit diesen Kindern werden grauenhafte Sachen gemacht, wo ich auch gar nicht so sehr ins Detail gehen möchte. Und das war dann der eben erwähnte Schlag in die Magengrund. Und ab dann kann man sich halt vorstellen, macht sich Black Widow auf die Jagd, diesen Ring von Leuten, die Kinder führen, komplett platt zu machen und das ist echt extremst krass geschrieben. Wie gesagt, ein harter Schlag in den Magen ruhend und fühlt sich so ein bisschen an wie so ein 80er Jahre Actionfilm und hat mich wirklich gut unterhalten, auch wenn ich, wie eben schon erwähnt, so einen kleinen Schlag in die Magenruhe durch die ganze Grundthematik bekommen hat. Die Zeichnungen, wie auch eben erwähnt, waren durchwachsen, mal gut, mal weniger gut, weswegen ich dem Band an der Stelle eine sehr starke 7 von 10 gebe, weil es wäre mehr drin gewesen, wenn die anderen Zeichnungen auch gut gewesen wären. Sagen wir es mal so, hätte der Zeichner von der ersten bis zum letzten Panel einen Job gemacht, wie er in den guten Panels gemacht hätte, wäre es für mich sogar ein 9 von 10 Kandidat gewesen, aber an der Stelle halt 2 Punkte Abzug. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn Leute von euch den Zeichnisstil mehr abfeiern wie ich, also zumindest die Momente, die für mich so ein bisschen maskenähnlich gewirkt haben, wäre da wahrscheinlich sogar noch eine viel bessere Note drin, aber das können wir jetzt gerne in den Kommentaren besprechen. Bitte ballert mir unbedingt mal eure Meinung zu diesem Werk in die Kommentare rein, gerade was die Zeichnung angeht, ob ihr das auch so durchwachsen empfunden habt oder ob das halt komplett für euch stilsicher war und ob ihr das Ding komplett von der ersten bis zur letzten Seite abgefeiert habt. Unbedingt in die Kommentare rein. Ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!